Wir haben 7:12 Uhr und ich gehe jetzt auf die Arbeit. Hallo, ich grüße dich, dein Coach Erik ist da. Und gleich auf der Arbeit angekommen, werde ich dir all die Lebensmittel und Produkte vorstellen oder einfach mal zeigen, was ich so auf der Arbeit immer esse. Weil ich habe immer wieder Leute, die mich fragen, ey, wie schaffst du das eigentlich auf der Arbeit so viel zu essen? Oder zum Beispiel, die halt zu mir kommen und meinen, ey, ich schaffe das einfach nicht auf der Arbeit zu essen, ich will Muskeln aufbauen, ich schaffe das nicht auf meine Kalorien zu kommen. Und hier die Antwort, hier die Lösung. Ich werde einfach mal zeigen, was ich so mitnehme, was ich so esse. Und das kann dir auch was helfen. Denn ich habe viele Lebensmittel für mich in der Zeit entdeckt, die einfach optimal sind, gesund sind, wenn es darum geht, effektiv und schnell, also schnell vor allem halt zu essen. Denn auf meiner Arbeit, wo ich 8 Stunden arbeite und halt eine halbe Stunde Pause habe, da schaffe ich dann mein richtig warmes Meal, also dieses richtige Mittagessen. Das schaffe ich dann, aber die ganzen extra Kalorien durch Snacks und bla bla bla, das geht ja nicht in der halben Stunde. Ich kann ja nicht alles in einer halben Stunde essen, sollte man auch nicht so krass übertreiben. Und willkommen bei 7-Eleven in Hofheim. Hier werden dann auch die ganzen Videos immer gedreht für YouTube, die meisten vor allem. Das wäre der Cardio-Bereich. Zeig ich mal ganz kurz das Studio. Tada, schon davon gewusst? Ein Fitnessstart 2017, jetzt Mitglied werden und 6 Wochen Beitrag sparen. So sieht's aus. Ja, so sieht das alles hier aus. Das ist ein mega Studio, wie gesagt. Ich meine, ich arbeite hier und ich drehe auch hier die Videos, weil ich es einfach hier liebe. Kommt vorbei, macht ein Probetraining und schaut selbst. Und jetzt habe ich ja versprochen, ich zeige euch jetzt die ganzen Sachen, die ich immer auf der Arbeit esse. Und ja, seid gespannt. So, als erstes, ich nehme immer so gut wie jeden Tag Datteln auf die Arbeit mit, weil diese Trockenfrüchte, die sind einfach nur super. Die kosten auch so gut wie gar nichts im Handel. Ich glaube, ich zahle für 1 Kilogramm 8 Euro nur. Im Supermarkt zahlst du halt viel, viel mehr. Also in so einem Online-Shop kaufe ich das alles. Dann auf jeden Fall, das hat sehr viel Kalorien auf wenig Volumen. Und sehr gute Nährwerte, also sehr geile Vitamine und so weiter. Das empfehle ich einfach jedem, der unterwegs ist, der viel essen muss und keine Zeit hat. Ich meine, das hier ist schnell alles im Magen. Geht's weiter. Ich habe zum Beispiel heute hier Nudeln dabei mit einer Tomatensauce. Ist halt immer unterschiedlich. Mal andere Rezepte nehme ich mit Couscous, dies und jenes. Da werde ich dir noch ein paar ja, Rezepte im Laufe der nächsten Wochen vorstellen. Jetzt weiter zum Hardgainer Shake. Da gibt es schon noch ein Video davon. Tadadam. Mega. 800 Kalorien. Super Nährwerte auf, keine Ahnung, was sind das? 700 Milliliter. Ja. Mach das und glaub mir, du wirst auf seine Kalorien sehr wahrscheinlich auch kommen. Dann haben wir hier ganz normal Haferflocken, also Instant-Hafer, gemahlene Haferflocken. Die habe ich auch in diesem Shake drin. Und die trinke ich auch nochmal pur mit Wasser, mit Milch. Das ist, ja, ist egal, wie man das dann trinkt. Ah, genau. Und dann habe ich hier meine 2 Snacks. Jeden Tag, also wirklich ungelogen, jeden Tag esse ich die beiden Sachen. Korn Sport, ja, ist natürlich jetzt schon ein bisschen Zucker drin und so, aber mein Gott, darf man sich auch mal geben. Ja, Korn Sport, ich sag mal, das ist die beste Alternative zu dem ganz normalen Korni mit Zucker überfüllt. Bitte sehr, ist auch überhaupt nicht teuer, du zahlst für, ich sag das. Für, ich glaube, 3, also ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, weil ganz genau weiß ich das nicht. Aber ich glaube, für 26 Stück, irgendwas mit 23 Euro. Ja, ist nicht teuer, super Sache auch. Dann hier, da hatte ich auch letztens einen Post drüber gemacht, die Oat Snacks Energy. Cool, auf ein Riegel so 272 Kalorien. Ja, das ist halt ein Kohlenhydratriegel, gibt dir Power fürs Training und so weiter. Ja, ist auch alles nicht teuer. Also, das sind all wirklich so Produkte, wo du jetzt nicht übermäßig viel Geld haben musst, um das dir alles zu kaufen. Ja, genau, das wären dann die Sachen, die ich dabei habe. Und die Nährwerte blende ich dir ein. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Einfach mal die Sachen zu sehen, die ich so auf der Arbeit esse und vielleicht auch meine Arbeitsstätte, das Fitnessstudio 7-Eleven. Ja, kommentier doch, was isst du so auf der Arbeit?
und du weißt, in 12 Wochen erreichst du deine Bestform bei New Body Coach. Ja, ich hoffe, wir sehen uns oder wir schreiben mal. Ciao, bis zum nächsten Video.